klar? Los, Mann. Was ist los? Mich nerven wieder alle. Ist alles in Ordnung. Okay, sonst sag Bescheid, ne? Unser Kaffee. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Ja, es tut mir sehr leid, der Kaffee ist ja jetzt da. Ist der jetzt geröstet worden extra, ja? Das kann mal passieren, dass ein Kaffee mal kalt wird. Ich habe ihn jetzt einen neuen gebaut und sie tun so, als hätte ich keine Ahnung was angetan. Es ist unser Kaffee! Klinik am Südring, die Familienhelfer. Die 16-jährige Antonia liebt es normalerweise, im Café ihrer Oma zu bedienen. Seit die 69-Jährige vor einem Jahr verstarb, führen die Eltern der Schülerin den Betrieb weiter. Doch heute bringen schon ein paar kritische Worte der Gäste den Teenager aus dem Gleichgewicht. Warum ist nicht so? Es ist alles ihre Schuld! Was ist denn los, Maike, Antonia? Was ist hier passiert? Zeig mal. Was ist denn? Es ist ihre Schuld! Ich mache mir riesige Sorgen um meine Tochter. Ich verstehe überhaupt nicht, was in letzter Zeit mit ihr los ist. Sie ist so dünnhäutig geworden und geht für jede Kleinigkeit an die Decke. Jetzt hat sie sich sogar dabei verletzt. Die 44-Jährige hat sofort erkannt, wie schwer die Verletzungen ihrer Tochter sind und ihren Mann gebeten, den Rettungsdienst zu rufen. Doch als Notfallsanitäter Nick Bachmann und seine Kollegin Laura Robin die Verbrühungen versorgen wollen, ist der Teenager immer noch völlig außer Rand und Band. Nein, ich muss mich doch nicht beruhigen, das ist doch alles in Ordnung. Und wenn alles in Ordnung ist, dann brauchen wir auch nicht so laut schreien. Wollt ihr Wasser haben? Ja. Ich schrei doch gar nicht. Antonia, ich mache mir Sorgen um dich. Hier rüber. Warum? Warum? Das muss einmal gekühlt werden, sonst geht ihre Haut hoch. Das tut richtig weh. Bist du immer so geladen oder was? In letzter Zeit relativ schwierig ist das. Also es ist nicht normal. Wir sind so lange nicht lang, um dich zu ärgern oder sonst was. Wir helfen dir. Ich schütte jetzt Wasser drüber. Das wird mal kalt und ein bisschen nass. Für uns war es schon sehr schwierig, einen Zugang zu diesem jungen Mädchen zu bekommen. Sie war sehr aufgebracht, schon sehr abweisend und auch äußerst frech zu uns. Es war doch nur ein Scheißgast, der seine dummen Kommentare nicht weglassen konnte. Antonia, bitte. Und das war ein kochender Kaffee. Ja, es ist doch nur Kaffee, es ist doch nichts Schlimmes. Was hätte ich jetzt auch drüber kippen können? Also wir können jetzt auch gehen. Jetzt einmal bitte. Nein, jetzt ist Schluss mit dem Geschrei. Die Sanitäter sind alarmiert. Seelische Extremzustände und schnelles Atmen können den Kreislauf zusammenbrechen lassen. Daher ist es wichtig, die Jugendliche zur Ruhe zu bringen. Denn ihr Körper ist bereits mit der Verbrühung belastet. Nick Bachmann fragt die Eltern genauer nach den Verhaltensänderungen der Schülerin. Die ist total dünnhäutig geworden, geht für jede Sache an die Decke. In der Schule hat sie jetzt Probleme, da musste ich sie neulich abholen, weil sie da mit dem Lehrer sich angelegt hat. Im Supermarkt haben wir Hausverbot. Also sie rächt sich immer permanent auf. Total überzogen. Und schon mal beim Arzt gewesen mit ihr, sind da irgendwie Blutwerte ermittelt worden, irgendwie mal Blut abgenommen, irgendwas gemacht worden. Okay, 16 Jahre ist natürlich auch ein schwieriges Alter. Ne? Magst du gerade mal schon mit ihr ins Auto? Wir gehen schon mal zusammen zum Auto, okay? Ja, dann kann mein Kollege mit den Eltern noch kurz was reden. Krankenversicherungskarte, wenn Medikamente einmal liefern mit. Ich bleib hier. Alles Sie dürfen am Beifahrersitz mitfahren. Geht ruhig schon mal. Alles klar, danke schön. So, okay. Ja? Okay. Dann sollen wir mitfahren. Ich bin so froh, dass die Sanitäter mich ernst genommen haben und dass wir jetzt erstmal ins Krankenhaus können. Vielleicht wissen die Ärzte da ja einen Rat und können uns da weiterhelfen. Die Antonia hat sich total uns gegenüber verschlossen. Ich weiß nicht mehr weiter. Die Verbrühungen der 16-Jährigen wurden in der Klinik erfolgreich versorgt. Anschließende Blutuntersuchungen haben jedoch keinen Hinweis auf eine körperliche Ursache von Antonias Wutausbrüchen ergeben. Daher hat deren Mutter auf Anraten der Ärzte einen Termin mit Familientherapeut Matthias Werner vereinbart. Hallo. Hallo, Frau Streicher. Ja. Werner. Grüß Sie. Kommen Sie rein. Danke. Ja, die Familie hat mich nicht umsonst konsultiert. Hier gibt es eine sehr akute Situation, die nicht aufgeschoben werden kann. Das Mädchen ist sehr belastet und es braucht einfach zeitnahe Unterstützung. Das sieht die Jugendliche selbst allerdings nicht so. Lautstark erklärt die Schülerin ihrem Vater, dass sie keine Lust auf den Seelenklempner hat. Ihre Eltern hingegen hoffen sehr auf die Hilfe des Therapeuten und geben wichtige Hinweise auf mögliche Gründe für Antonias Verhalten. Wir haben bewusst sie um Unterstützung gebeten, weil wir einfach merken, Antonia ist in den letzten Wochen sehr, sehr dünnhäutig geworden. Mhm. Und es haben sich einfach in unserer Familie ganz grundlegende Sachen
ereignet. Meine Mutter ist gestorben, wir haben jetzt ein Café geerbt und ihre beste Freundin ist auch noch verzogen. Ja. Okay, wann ist das gewesen? Vor kurzem jetzt. Und wir merken einfach, unserer Tochter geht's nicht gut. Mir geht's doch. Antonia, man sieht es doch. Ich finde es ganz richtig, jetzt erstmal zu schauen. Man merkt ja so, wie Sie miteinander gerade das besprechen. Das heizt unheimlich auf die Situation. Ja, weil wir uns einfach Sorgen machen. Verständlicherweise. Und die Situation, die spricht für sich, Antonia. Ich würde gern mit dir mal sprechen. Nur widerwillig lässt sich die Schülerin auf das Vier-Augen-Gespräch mit dem Familienhelfer ein. Matthias Werner hat eine Geheimwaffe dabei, die ihm den Zugang zu der 16-Jährigen ermöglichen soll. Doch noch weiß der Therapeut nicht, dass Antonia weitaus mehr belastet als der Tod ihrer Oma und der Umzug der besten Freundin. Vermisst du deine Oma denn? Müssen wir darüber reden. Zeig dir mal was. Ich habe was mitgebracht, um dir das ein bisschen zu veranschaulichen, weißt du? Vielleicht albern. Aber manchmal braucht man auch Bilder, um was zu verstehen. Und ich bin dabei, oder ich bleib dabei, dass ich denke, du bist sehr belastet. Und wenn es um Belastung geht, dann ist das wie so ein, im Prinzip in dem Fall so ein Luftballon. Je mehr die Belastung auf dich einwirkt, desto mehr Druck wird aufgebaut. Und du siehst das hier? Es wird immer mehr, immer mehr. Die Wahl des Luftballon-Experimentes ist deswegen gefallen, um der Antonia einen Zugang zu ermöglichen, dass sie anschaulich dargestellt bekommt, dass eben eine sich aufstauende Problemsituation besteht. Mach mal bitte auf. Das ist doch komplett bescheuert. Aber es zeigt dir ja was. Ich brauch das nicht, das zeigt mir gerade gar nichts. Was passiert? Irgendwann kommt der große Knall. Antonia. Durch die Demonstration mit dem Luftballon sollte die Schülerin begreifen, dass sie selber keine Schuld an ihren Wutausbrüchen trägt. Doch die 16-Jährige fühlt sich zunächst noch mehr in die Ecke gedrängt. Für Familienhelfer Matthias Werner kein Grund aufzugeben. Er hat immer einen Plan B. Jetzt geht's dir gar nicht mehr gut. Gar nicht der richtige Zugang gewesen, glaube ich. Warum kommen die Tränen? Ich will nicht drüber reden. Wir wollen auch nicht mehr über das Negative reden. Habe ich mir eben so überlegt. Deine Reaktion war ja gerade ganz angespannt. Wieder mal ganz angespannt. Ne? Wollen wir mal über was Gutes reden? Was wirst du schreiben? Ja. Da oben, da liegen doch Post-its zum Beispiel. Hol dir mal die Post-its dazu. Wir sammeln mal, was es in deinem Leben Positives gibt, was dich in eine richtige oder in eine bessere Richtung bringt. Schreib mal was. Ausgerechnet die beiden positiven Einflüsse, die den Teenager als Erste einfallen, sind jetzt nicht mehr greifbar. Oma und die beste Freundin. Kein Wunder, dass die Schülerin den Halt verloren hat. Doch da ist noch etwas, das das Fass endgültig zum Überlaufen brachte. Meine Oma ist halt vor einem Jahr an Krebs verstorben. So, und ich hatte eine sehr, sehr gute Bindung zu ihr. Und als sie dann weg war, war halt wenigstens dann noch meine beste Freundin für mich da. Wir saßen immer im Café, haben immer zusammen geredet, wir haben alles zusammen erlebt und jetzt ist sie halt weg. Und was halt noch dazu kommt, ist, dass ich halt von meinen Eltern gehört habe, dass sie eventuell das Café verkaufen wollen. Und ich weiß nicht, die reden halt nicht mit mir darüber. Ich habe halt nur mitbekommen, dass sie verschuldet sind und dass sie sich das wahrscheinlich gar nicht mehr leisten können. Und ich verbinde so viel mit dem Café. Ja, bei der Antonia kamen sehr viele verschiedene Faktoren zusammen, die einfach Belastung bedeuten. Und daraus resultieren emotionale Probleme. Sie hat einfach das starke Bedürfnis gehabt, Kontrolle wiederzuerlangen, konnte sich aber den Eltern nicht öffnen und befand sich dementsprechend da in einer Sackgasse. Matthias Werner kann die 16-Jährige davon überzeugen, ihren Eltern zu sagen, was genau sie bedrückt. Die neuen Kaffeebetreiber sind überrascht zu hören, dass Antonia etwas von den Geldsorgen und Verkaufsplänen mitbekommen hat. Denn sie haben ihrer Tochter gegenüber aus gutem Grund geschwiegen. Komm mal her, meine Kleine. Hey, du musst mit uns reden, Schatz. Aber ihr habt ja auch nicht mit mir geredet. Wir wollten das einfach von dir fernhalten, weil wir wussten, wie schwierig das im Moment ist. Ja, aber vielleicht, ich hab doch so gute Ideen und ihr hört mir einfach nie zu. Ich will nicht, dass das Café verkauft wird. Ich verbinde damit so viel mit meiner Freundin, mit meiner Oma. Und wir können das nicht verkaufen. Wir müssen alles Mögliche versuchen, um das beizubehalten. Aber was hast du für Ideen? Das wird uns dann ja schon interessieren. Man kann doch alles Mögliche machen. Es gibt doch mittlerweile so viele Angebote, die Kunden anziehen können. Man kann doch irgendwie ein Mittagsangebot machen, Mittagstisch. Wir können doch irgendwie vielleicht ein bisschen anfangen zu renovieren mit Kleinigkeiten. Warum nicht? Wir probieren das.
Ja, ne? Na, ja. Wir das schaffen wir schon irgendwie. Das machen wir. Oder? Ja. Ich war total entsetzt darüber, als rauskam, dass Antonia sich so haltlos fühlt. Wir wollen sie jetzt mit einbeziehen ins Café und das Café versuchen zu halten und demnächst über alles immer miteinander reden. Familiengeheimnisse sind immer schädlich. Das sehen wir. Das haben Sie jetzt gemerkt, wie sich das auswirkt. Unter dem Gesichtspunkt freut mich das gerade sehr. Ich würde dennoch vorschlagen, dass wir uns vielleicht in vielleicht 3 Monaten noch mal treffen, um das noch mal rückblickend zu beurteilen, wie sich das entwickelt hat. Gerne. Und die bis jetzt waren ja echt, sind doch toll, sind doch vielversprechend von daher. Antonias Eltern haben sich entschlossen, das Café der verstorbenen Oma vorerst zu behalten. Außerdem beziehen sie ihre Tochter jetzt auch in betriebliche Entscheidungen mit ein. Die neuen Geschäftsideen der 16-Jährigen zeigen bereits erste Erfolge. Und seit sich die Schülerin obendrein regelmäßig im Sportverein auspowert, sind auch ihre Wutanfälle verschwunden.